Ihnen einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. 14 Uhr, Zeit für die aktuellen Themen des Tages und hier ist unsere Übersicht. Wieder hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Tungerstraße gebrannt. Und das ist nicht der erste Einsatz für die Feuerwehr dort. Nachdem es schon einmal im Keller gebrannt hat, musste diesmal in der 9. Etage gelöscht werden. Er ist ein notorischer Straftäter und Dauergast in den Zwickauer Gerichtssälen. Mehr als ein Dutzend Vorstrafen hat der 38-Jährige bereits auf dem Kerbholz. Und heute stand er erneut vor dem Kadi. Es begann mit dem zunächst möglicherweise harmlosen Streit zwischen zwei Männern und mit einer Todesdrohung. Es ging weiter mit dem Eindringen in eine Wohnung und endete mit der möglicherweise nicht beabsichtigten Umsetzung jener Todesdrohung. Viele Fragen gibt es seit dem gewaltsamen Tod eines 54 Jahre alten Mannes im sächsischen Freital vor gut einem halben Jahr. Und ab heute muss sich der mutmaßliche Täter nun vor Gericht verantworten. Das Mädchen ist heute 10 Jahre alt und ihr Vater soll Unfassbares mit ihr angestellt haben, als sie ein Baby war. Sexueller Missbrauch eines 2 Monate alten Babys. Dieser Vorwurf steht im Raum am Erfurter Landgericht. Und der Mann soll damals Fotos von dem Missbrauch gemacht haben. Und viele Bilder wurden auf seinem Rechner sichergestellt. In einer Großbäckerei im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt ist am Wochenende ein schlimmer Arbeitsunfall passiert. Ein 30-jähriger Mitarbeiter ist in einen Abfallcontainer gestürzt und dabei tödlich verunglückt. Wir haben ja schon gestern darüber berichtet. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln seitdem mit Hochdruck, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Winter AD, scheiden tut weh. Entgegen allen Klischees dürften selbst die Liftbetreiber froh sein über jedes bisschen Frühlingssonne, das sie kriegen können. Und wir haben jetzt weitere Spuren aus Mitteldeutschland, aktuelle nämlich in unseren aktuellen Kurznachrichten. Nachts um 2 in Mitteldeutschland, das ist unsere Serie in dieser Woche bei MDR 2. Und gestern haben wir beobachtet, wie die Polizei am Dresdner Hauptbahnhof patrouilliert und dass die Beamten nachts auch mal das ein oder andere Rätsel zu lösen haben, das soll auch vorkommen. Womit es die Polizisten genau zu tun haben, das zeigen wir jetzt im zweiten Teil unserer Reihe Nachts um 2. Wir sind mittendrin im MDR Frühlingserwachen und seit gestern kann ja nun abgestimmt werden. Bad Lauchstädt, Bad Berka und Bad Schlema kämpfen um den Titel. Alle 3 Orte haben in den vergangenen Wochen Frühlingsputz gemacht und bis Freitag können Sie abstimmen, welcher Ort das am besten gemacht hat. Und damit Sie den Überblick behalten, gibt es von uns noch einmal die Zusammenfassung der Aktionen. Und heute geht's los mit Bad Lauchstädt. Ja, und nun liegt es an Ihnen, wer gewinnt das große MDR-Frühlingserwachen? Bad Schlema, Bad Berka oder Bad Lauchstädt? Die Abstimmung läuft und Sie können sich bis Freitag beteiligen auf mdrum4.de. Und genau da schalten wir jetzt hin zu MDR4 ins Nachbarstudio. Peter, ich habe dich irgendwie vorhin singen hören. Ja. Willst du heute singen bei MDR4? Was hast du vor? Ja, ich habe das schon hinter mir, ehrlich gesagt. Ich habe schon gesungen mit einem Mann, den du hundertprozentig kennst. Ich bin mir sicher, als ganz, ganz kleines Mädchen hast du bestimmt für ihn geschwärmt, als er einen ganz großen Hit hatte, den ich mit ihm zusammen schon im Karaoke-Taxi gesungen habe. Das können wir uns ja mal kurz an. Wie fandst du den damals? Bitte. Zauberhaft. Ich fand ganz, den Mund, der war so ein Kussmund, so süß. Aber ganz niedlich. D'Angelo. Ja, das glaube ich auch. Viel Spaß. Dir eine schöne Sendung, Peter. Danke. Tschüss, danke. Vorsicht, Eichenprozessionsspinner. Diese hochgiftigen Raupen, ja, die sind vielerorts auf dem...